This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video heute gibt's drei ganz einfache Regeln, die du beachten solltest, wenn du etwas zu dir nimmst. Egal wie du dich gerade ernährst, also wenn du das Video hier schaust, egal was du gerade isst, auch wenn du noch Allesesser bist und verarbeitete Lebensmittel isst, Fleisch und so weiter, ist völlig egal. Diese drei Regeln sind so simpel und gelten für jeden, jeden Menschen auf der Welt. Es sind im Prinzip drei Prinzipien. Und das erste Prinzip ist erstmal, dass du nichts essen solltest, wenn du keinen Hunger hast und wenn du es nicht genießt. Also völlig unabhängig, für was du dich entscheidest, ob du einen Apfel isst oder eine Birne, den jetzt da liegen hast. Wenn du keinen Hunger hast und keine Lust, wenn sich kein Speichel in deinem Mund bildet, wenn du das anschaust und essen möchtest, dann iss nichts. Also zwing dich nie zum Essen. Iss immer nur, wenn du Hunger hast. So, das ist die Regel Nummer eins überhaupt. Ess nicht irgendwas, weil du meinst, es ist gerade gesund und jetzt ist gerade Zeit. Jetzt ist gerade 8 Uhr und jetzt musst du essen. Nein, ess immer nur, wenn du Hunger hast. Okay. Und das halten wirklich viele Menschen nicht ein. Also, das klingt jetzt vielleicht banal, aber beachte das wirklich mal. So, wenn du meinst, oh, ich muss noch schnell dahin und du schiebst dir noch schnell was rein, weil du denkst, du musst jetzt noch was essen, weil du keine Zeit mehr dazu hast, aber hast eigentlich gar keinen Hunger, dann denk da immer dran, iss nichts, wenn du keinen Hunger hast. Genau. Dann die zweite Regel, das zweite Prinzip ist, immer einfacher zu essen. So, also immer so wenig Zutaten wie möglich. Also erstmal, wenn du jetzt noch verarbeitete Lebensmittel isst, wenn du noch Schokoladen oder irgendwas aus dem Supermarkt oder irgendwelche Fertigpackungen isst, schau da immer drauf, so wenig Zutaten wie möglich. So, also das gilt für jeden. So. Und wenn du irgendwann weiter an einem Punkt in deiner Ernährung angekommen bist, gilt es immer weiter, einfach immer einfacher werden. Also nicht so viel Zutaten verwenden. Benutz nicht 1000 Gewürze. Wenn du dir sonst irgendwie Bratkartoffeln gemacht hast mit Pfeffer, Salz, 10 Kräutermischungen und dann noch Paprikagewürz und allem Möglichen drüber, werd's simpler. Gestalt's immer einfacher. In der Natur, da gehst du auch an einen Baum hin, isst die Frucht. Vielleicht hast du nebendran noch was anderes und mischt vielleicht zwei, drei Sachen maximal. Aber umso einfacher, umso besser. Also umso weniger Zutaten, umso besser. Am Ende steht natürlich Monomahlzeiten, so ist das Beste. So einfach nur Sprossen essen, einfach nur einen Salatkopf essen, einfach nur Kirschen, nur Erdbeeren, egal was. So. Oder zumindest dann zuerst nicht mehr so in unterschiedlichen Nahrungsmittelgruppen mischen. Nicht fettige Sachen mit total wässrigen Sachen mischen, die dann völlig unterschiedliche Verdauungszeiten haben. Also das ist einfach die Regel, immer einfacher. So. Genau, bis es irgendwann halt so Optimum wäre, halt dann Monokost, ne? Genau. Und Worst Case ist halt, erst sich eine Supermarktschokolade zu kaufen und danach zu McDonald's zu gehen. Das ist halt Worst Case, alles vermischt, alles durcheinander so. Und dann noch was dazu zu trinken. Genau. Also einfach immer einfacher werden. Zweite Regel. So, zweites Prinzip. Drittes. Die dritte Regel, das dritte Prinzip ist, immer natürlicher zu essen. Immer unverarbeiteter. Das vermischt sich natürlich mit der zweiten Regel. Aber es geht da auch nochmal mehr darum, eben nichts zu erhitzen, nichts irgendwie zu isolieren, irgendwelche Stoffe. Also
wenn man irgendwann an dem Punkt ist, dass man nur noch Rohkost isst, dann ist ja auch Öl ist isoliert. Das ist ein Stoff rausgezogen aus der Pflanze. Extrahiert. Ja. Und dass man immer mehr dahin geht, unverarbeiteter, immer natürlicher, so wie es in der Natur vorkommt. Man kann sich immer überlegen, wie wird es in der Natur ausschauen? Würde ich da das Salz erst nochmal irgendwie durch Prozesse völlig denaturieren? Also so raffiniertes Salz und Zucker, das geht ja durch was weiß ich für welche Prozesse, wo am Ende dann nur noch so das reine Natriumchlorid-Kochsalz übrig bleibt. Und das sollte man eben schauen, immer natürlicher, dann mehr Salz irgendwann verwenden. Irgendwann das Salz am besten komplett weglassen. In der Natur, da hast du auch nicht überall Salz rumstehen, Salzstreuer, sondern dann einfach es Algen oder sowas, wenn du diesen salzigen Geschmack magst. Oder getrocknete Tomaten sind das super, genau. Die dann möglichst eben auch ohne Salz. Kann man bei Keimling bestellen, zum Beispiel. Und ja. Dann eben, wie gesagt, Öle. Erstmal die erhitzten Öle weglassen. Kaltgepresste Öle verwenden. Und dann irgendwann Nüsse verwenden, wenn man Fett essen mag. Nüsse, Avocado, Kokosfleisch. Die gesunden Fette dann verwenden. Und bei süßen Sachen ist es genauso. Statt weißen Zucker nimm irgendwann erstmal sowas wie Agavensirup, Ahornsirup. Das gibt es dann auch in Rohkostqualität. Und dann das Beste ist natürlich zum Süßen Trockenfrüchte zu nehmen, Datteln. Genau. Ja. Also, das ist das dritte Prinzip. Immer natürlicher, immer unverarbeiteter. Keine hocherhitzten Öle, raffiniertes Salz, Zucker weglassen und dann langsam umstellen auf natürliche Sachen. Natürliche Fette, Nüsse, Avocado, Kokosfleisch. Genau. Und das Ganze. Ja, nur kurz und knapp. Das war's schon. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.